Hi zusammen, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Dieses Mal habe ich wieder einen Tag für euch, den habe ich mir ausgedacht. Das ist der Hörbuch-Tag. Los geht's. Hörst du Audiobooks? Wenn ja, wie viele? Ja, ich höre regelmäßig Audiobooks und Hörbücher. Also ich würde sagen, dass irgendwie so auf jedes dritte Buch, das ich lese, irgendwie so ein Hörbuch kommt, so als Faustregel. Es hängt immer davon ab, wie dick die jeweiligen Bücher sind. Ich tendiere dazu, so dicke Schwarten lieber als Hörbuch zu hören, weil ich da dann besser durchkomme und irgendwie geduldiger bin und so das Gefühl habe, dass sich die Bücher von alleine erledigen. Aber das ist nur eine grobe Faustregel, das stimmt nicht immer. Hast du ein Abo bei einer bestimmten App oder wie kommst du an deine Hörbücher? Ich habe ein Konto bei Audible, also bin da Member, weiß gar nicht, wie man sagt. Das heißt, ich krieg jeden Monat für 9,95 Euro ist es, glaube ich, ein Guthaben und die meisten Hörbücher kann man dann für ein Guthaben holen. Also in meinen Augen ein sehr faires Modell. Man besitzt dann die Hörbücher. Ich bin kein Fan von so Renting-Modellen. Werde ich irgendwie nicht so richtig warm mit, auch wenn es sich meistens unterm Strich lohnt irgendwie. Also wir haben auch Disney Plus Abo und das ist ziemlich cool, finde ich, aber irgendwie, ich fühle mich besser, wenn ich das kaufen und besitzen kann. Und deswegen funktioniert das bei Audible bei mir ganz gut, zumal da die Auswahl an Hörbüchern sehr groß ist, die Vergütung für die Verlage relativ fair ist und es insbesondere viel Hörbücher in fremden Sprachen gibt. Wie entscheidest du, was du als Audiobook hörst oder was du auf dem E-Reader oder in einem Buch liest? Ja, da gibt es so eine Grundregel, die ich habe und das ist, dass ich fast keine Sachbücher oder Ratgeber oder sowas als Audiobook höre, weil man dann Sachen gerne nochmal nachlesen will und das ist im Audiobook dann schwierig, die Stelle einfach wiederzufinden. Oder wenn Tabellen oder sowas drin sind, das funktioniert dann nicht so gut. Das heißt, meistens lese ich Belletristiktitel oder so Sachbücher irgendwie zu, wenn es so geschichtlich ist und nicht so Zahlen eine große Rolle spielen oder Graphen eine Rolle spielen, also wenn es so erzählend ist, ne? Also auch so erzählendes Sachbuch oder so könnte und höre ich auch gerne als Audiobook. Ja, und den Rest halt entsprechend Print. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, ich muss jetzt alles unbedingt als Hörbuch hören. So ist es auch nicht. Es ist eine schöne Ergänzung für mich einfach. Schöne Angewohnheit. Und ergibt sich auch aus den Situationen, wo man hören und wo man besser lesen kann. So insgesamt, weil es jetzt auch in der Frage vorkam, will ich wieder mehr auf dem E-Reader lesen, weil es einfach sehr praktisch ist, wenn man im Bett liegt und bei der E-Reader ja auch eine Beleuchtung hat und so, das ist dann schon sehr angenehm, hat auch ein paar schöne Vorteile. Wo und bei welchen Gelegenheiten greifst du zum Hörbuch? Ja, das Hörbuch ist für mich so ein Nebenbei-Medium irgendwo, also so wie Podcasts. Ich höre im Moment sehr wenig Podcasts, weil ich dann lieber Hörbuch höre. Also irgendwie, wenn ich was koche, wenn ich das Treppenhaus fege oder hier putze oder wenn ich mal einkaufen gehe, was ich im Moment seltener mache. Auch beim Zähneputzen, wobei das so mit der elektrischen Zahnbürste ein bisschen schwierig ist. So, aber das sind so typische Situationen, wo ich auch mal ein Hörbuch höre, also wenn man so Leerlauf irgendwie hat und in Bewegung ist, dann höre ich gerne ein Hörbuch. Ich höre auch manchmal im Bett, wenn ich nicht einschlafen kann nachts oder so, wenn ich wach liege, dann höre ich auch sehr gerne ein Hörbuch. Hörst du Hörbücher auch in Fremdsprachen? Ja, sogar extrem viele. Also ich würde sagen, dass die meisten Hörbücher, die ich
höre oder sogar 95% würde ich sagen, entweder Englisch oder Französisch sind. Wenn es einfach eine schöne Gelegenheit ist, sich in den Fremdsprachen sozusagen so passiv zu üben und so den passiven Wortschatz wach zu halten. Das funktioniert sehr gut für mich. Auch Filme gucke ich nach Möglichkeit immer, also wenn ich die Wahl habe, immer im Original dann, wenn es ein englischsprachiger Film ist. Wie wichtig ist dir die Stimme des Sprechers oder der Sprecherin? Ich glaube, dass man gar nicht sagen kann, ja, das ist mir wurscht. Also es ist mir schon sehr wichtig. Deswegen sind mir auch Hörproben sehr wichtig. Ich kaufe nie ein Hörbuch irgendwie so als Katze im Sack. Ich höre immer rein, wer da spricht und ob mir das was taugt. Vor allem, weil das bei Fremdsprachen, Titeln manchmal sehr wichtig ist. Ja, also ich habe zum Beispiel, ich wollte Vernon Subutex, das habe ich zwar als Printbuch hier, aber irgendwie habe ich Bock, das als Hörbuch zu hören. Aber der Sprecher, das ist irgendwie so ein alter Franzose, der knödelt sich da einen ab, ich verstehe den ums Verrecken nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dieses Buch auf Französisch mit so einem Sprecher zu hören. Hast du eine Lieblingssprecherin? Ja, ich möchte drei Stück nennen. Da ist zum einen Derek Perkins, der hat die Sachbücher von Harari gelesen, also Sapiens und so weiter. Liest das fantastisch, hat eine so tolle Stimme. Diese fantastischen Bücher mit diesem Sprecher nochmal irgendwie so zusätzlich an Wert gewonnen haben für mich. Also das fand ich richtig, richtig gut. Ich habe dann auch geguckt, was er sonst noch so gelesen hat. Da ist alles Mögliche dabei, von ziemlich cool bis ziemlich trashig irgendwie. Also ganz interessant. Ich google dann die Sprecher auch manchmal. Dann finde ich, dass T.C. Boyle hat einige seiner Stories hat er selbst eingelesen. Darunter The Relief Box. Ich weiß gerade nicht, wie der Titel auf Deutsch heißt. Fällt mir gerade nicht ein. Aber das finde ich auch gut. Also ist ein super Interpret seiner eigenen Geschichten, was wirklich Seltenheitswert hat bei AutorInnen. Und dann gefällt mir Rosamund Pike, Schauspielerin, war auch mal Bond Girl, glaube ich, habe ich gerade gelesen in Vorbereitung auf dieses Video, aber damit wird man ihr, glaube ich, nicht gerecht. Die hat eine ganz, ganz tolle Stimme. Ja, also finde ich auch eine gute Sprecherin. Mir ist bei dieser Frage, als ich dann nochmal nachgeguckt habe, ja, was gibt es denn so an Sprecherinnen, was habe ich da, aufgefallen, dass ich viel mehr Bücher gehört habe, die von Männern gesprochen wurden, was ich eigentlich nicht gut finde. Ich frage mich, woran das liegt. Also ich habe mir jetzt nicht, das war jetzt keine bewusste Entscheidung, fragt mich, ob mehr Hörbücher von Männern gesprochen werden als von Frauen oder ob das von den Stoffen irgendwie abhängt. Da muss ich nochmal irgendwie drauf rumkauen. Dein aktuelles Lieblingshörbuch? Ich habe es vorhin schon gesagt, ich fand, dass Derek Perkins Sapiens von Harari so exzellent gelesen hat, dass ich es einfach nur jedem ans Herz legen möchte. Dein Hörbuch-Flop? Mein absoluter Hörbuchflop ist auf jeden Fall die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, gelesen von Dirk Bach. Ging mir überhaupt nicht gut rein hat damals dazu geführt, das habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich ganz lange einen ganz weiten Bogen Walter Mörs gemacht habe, weil irgendwie das nicht an mich ging. Ich frage mich, ob das immer noch so ist. Ich fand zum Beispiel von Walter Mörs Der Phönix von Dirk Bach super. Also es ist auch keine Antipathie Dirk Bach gegenüber. Möge er in Frieden ruhen. Nur irgendwie fand ich das so unpassend beim Captain Blaubeer. Bei welchem Hörbuch oder Hörspiel bekommst du nostalgische Gefühle? Das ist bei mir ganz klar Star Wars, Krieg der Sterne. Hatte ich so als Hörspiel auf Kassette damals, bin ja noch so alt, dass ich ein Kassettenkind war.
das war richtig cool. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das erst die Kassette kannte, bevor ich den Film kannte. Also Teil 4, ne? Bin ich mir nicht so sicher. Es kann gut sein, dass das möglich ist. Ja, kann ich nicht mehr rekonstruieren, aber das ist für mich so das, was für viele wahrscheinlich so drei Fragezeichen ist oder so, ne? Also auch so Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, all das habe ich gehört, aber damit würde ich jetzt nicht so nostalgische Gefühle verbinden wie mit Star Wars. Tagge andere Hörbuchfans. Ich tagge Mona von Bücherwunder, auch wenn ich weiß, Mona, dass du nicht so viele Hörbücher hörst. Norman von Notizhefte, Ilke von Buchgeschichten, ja, ich lasse es jetzt richtig krachen, Anne von Literaturlärm. Dann müsste ich noch taggen Sophie von Fast Hand und Max von Kain und Abel. Und jeden, der Bock hat, sich diesem Tag anzunehmen, würde mich freuen, wenn du auch einfach mitmachst und die Fragen hier unten in den Kommentaren beantwortest oder die Fragen, die dich am meisten ansprechen. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, der Tag hat dir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.